Hallo ihr Lieben, so ich sitze mal wieder an meinen Journals und ich wollte jetzt ein bisschen stickern. Und zwar habe ich mir hier diese zwei Stickerblöcke geholt. Den habe ich von einer Teampartnerin bekommen, von LR. Voll süß und voll lieb, den werde ich auch definitiv mit nach Füssen nehmen. Und dann habe ich ja hier diesen Sprüche-Bogen von Tim Holz, den ich ja irgendwann mal zweimal gekauft habe. Und ich möchte jetzt ein bisschen Sprüche kleben. Also einfach schon so ein bisschen vorarbeiten. Ja, weil ich mich einfach so dolle auf dieses Wochenende freue. Und ja, weil ich mich auch ein bisschen ablenken muss. Möchte, will. Wir haben gerade so ein bisschen Stress in der Nachbarschaft. Unser direkter Nachbar, ja, von wo aus soll man das sagen, da so nach drüben, tickert gerade ein bisschen durch, und muss mich jetzt ein bisschen ablenken einfach, damit ich ein bisschen den Kopf frei bekomme und wieder zu meiner guten Laune zurückfinde. Wie man allerdings wegen solchen Lappalien so abdrehen kann, das wird mir wahrscheinlich immer ein Rätsel bleiben. Deswegen ist Ablenkung gerade so die Hauptaufgabe. Und ja, ich habe jetzt auch schon heute früh viel gearbeitet und war echt schön. War richtig toll, so einfach ganz allein draußen im Garten, aber leider ist es dann halt oft so, wenn dann gerade eben dieser Nachbar dann daheim ist, da ist dann nichts mehr mit angenehm draußen arbeiten, weil dann geht gleich die Techno-Musik los und ja, das ist so schrecklich. Aber naja, was soll man sagen? Da ist man am besten still und denkt sich einfach nur noch seinen Teil. Das ist, glaube ich, besser. Das ist, glaube ich, wirklich besser. Ja. Sonst warte ich jetzt hier auf die Kinder. Ich möchte jetzt noch nachher zu meiner Mama rübergehen, damit ich hier einfach auch ein bisschen rauskomme. Wir hatten gestern Kindergeburtstag. Das war echt voll schön, die ganzen Kids hier zu haben. Und einfach so leben in der Bude. Ich muss mal kurz eine Box herholen. Ich möchte mal kurz was gucken. Nee, das habe ich natürlich nicht mit hier oben. Aber ich habe hier zum Beispiel auch noch so ein Stickerbüchlein. Das habe ich euch ja, glaube ich, schon mal gezeigt, wie ich das angelegt habe. Ich dachte jetzt nur, ich hätte noch ein anderes Journal oben, aber ich habe tatsächlich nur das für Füssen hier oben. Also ich dachte echt, boah, vielleicht habe ich noch das von Berlin hier am Esstisch. Ich hoffe, ich rupfe jetzt nicht das Stativ um. Ja, scheinbar habe ich nur das für Füssen hier oben, aber dafür den Budget Planner für München. Auch geil. Totales Durcheinander in meiner Organisation. Ja. Sehr nice. Wirklich, wirklich, wirklich sehr nice. Und ich habe keine Klammer oben und deswegen klappt das Ding die ganze Zeit zu. Be happy ist auch schön. Oder learning to fly. Das ist auch sehr, sehr schön. Irgendwie weiß ich nicht, kennt ihr das auch, wenn ihr so Spiralblöcke habt? Bei mir weiß ich auch nicht. Das ist so ganz, ganz komisch. Dieser Spiralblock gerade löst sich praktisch gesehen, da geht die Spirale die ganze Zeit, egal wie oft ich sie wieder einfädel, geht die ganze Zeit irgendwie auf. Also ich glaube, ich schneide es einfach mal hier alles ab, damit ich die Spirale weg habe und mache mir Stickerbögen draus. Tja, ich finde das so ein bisschen schade. Weil eigentlich ist es so im Block ja total praktisch. Ich glaube, ich nehme Be Happy für das Schwänchen hier. Aber das ist relativ klein. Das müsste eigentlich echt ganz,
ganz nice drauf gehen. Und ich glaube, jetzt sind gerade meine Kinder da, dann mache ich zwar weiter, aber ich vertone es euch nach. Hallo ihr Lieben, so, ich bin jetzt auch wieder zurück. Ja, wie ihr seht, habe ich mir jetzt wirklich die Bögen hier rausgeschnitten, weil ich nämlich hier schon wieder dieses Problem habe und es will einfach nicht rein. Und ich möchte heute eh noch ein bisschen aufräumen, also wenn die kleine Maus dann wieder wach ist, möchte ich noch ein bisschen aufräumen, weil morgen Papiermüll geleert wird und ich auch parallel zum Wertstoffhof fahren möchte, um den restlichen Papiermüll abzugeben. Und da steht noch ein bisschen was an. Oder wenn ich es jetzt morgen nicht schaffen sollte, dann eventuell Mittwoch. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich habe mir jetzt bei AliExpress dieses Set hier geholt. Da sind so verschiedene Papierkarten drin. Ist natürlich in dieser praktischen Dose, die bleibt natürlich hier. Da möchte ich jetzt einfach auch mal gucken, dass ich ein bisschen was noch mit in das Journal pack, ob da was dabei ist, was mir gefällt und sich lohnt, einfach mitzunehmen. Ja, wie gesagt, habe ich jetzt halt den Block wirklich auseinandergeschnitten, weil sich das für mich persönlich, doch, das könnte ich mitnehmen, für mich persönlich einfach so nicht mehr gelohnt hat, ja, so beizubehalten, wie es ist. Denn ich habe auch, wenn ich es dann, ich habe es ja hier in der Mappe schon drin, wenn ich es dann aus der Mappe rausgeholt habe, dann habe ich mich ja schon das ein oder andere Mal etwas derber bisschen gestupst. Also es war nicht so angenehm. Und deswegen hatte ich einfach jetzt entschieden, ich schneide es raus, ich schneide es auch nachher mit der Papierschneide, mit der Papierschneide noch ordentlich. Und ja, guck dann einfach, ja, dass ich es in meine Bastelschublade reinbekomme, richtig. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, ob ich wirklich nur von jedem dieser Papiere eins mitnehme. Wobei ich echt noch so derbst viel habe. Und ich kann ja, ich fahre ja mit dem Auto, ich kann das einfach mitnehmen. Also von dem her, ja. Bei dem Be Happy am Schwänchen bin ich ja stehen geblieben. Da habe ich da, also da habe ich jetzt von da ab nicht mehr so viel gemacht. Ich war ja mehr mit meinem 5-Jahres-Plan beschäftigt. Den ich ja für mein Business aufstelle. Deswegen, da war am Wochenende echt viel mit dem 5-Jahres-Plan los. Ja. Aber ich möchte da jetzt halt einfach schon noch so ein bisschen gucken, dass ich da ein bisschen vorbereite. Und vielleicht auch hier noch so ein Sprüchlein hinmach. Vielleicht auch ein bisschen größer. Ich weiß jetzt nicht, das Learning to Fly. Wobei, das passt zu was anderem. Das passt eher zu der Aktion, die unsere Orga-Leiter planen, nämlich den Urlaub in Dubai, den sie uns schenken, wenn wir Karrierestufe knacken. Deswegen sage ich ganz ehrlich, einfach mal kostenlos nach Dubai fliegen. Mega geil. Wer träumt da nicht davon? Einfach mal so 4 Tage in Dubai zu bekommen. Und das Geile ist ja, ab nächstem Jahr soll ja wirklich nonstop von Stuttgart nach Dubai Flieger gehen. Also das ist schon echt voll geil. Stelle ich mir richtig cool vor und das wäre so mein Wunsch, dass das was wird.
wenn endlich auch mal andere merken, dass sie so viel mehr verdient haben, als das, was sie momentan denken. Aber die Menschen tun sich so, so brutal schwer, sich selber einfach mal das Beste, ja, zu gönnen. Es ist eigentlich echt schade, wenn man das so sieht, dass sich kaum jemand was zutraut. Schade, schade. Ja, warum es jetzt auch die letzten Wochen immer so oberflächlich und wenig in die Tiefe ging, war, dass, ich weiß nicht, hatte ich es schon mal erwähnt, eine anscheinend beste Freundschaft in die Brüche ging, weil ich zitiere, ich mich ja so zum Negativen verändert hätte und es bei mir ja nur noch ein einziges Thema gibt, also nichts kreativ oder gar nichts, sondern einfach nur noch Thema Arbeit, 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 Arbeit. Und das muss ich halt echt gestehen, fand ich unverschämt. Ich glaube, was meint ihr? Was meint ihr? Was steht da drauf? Shine bright. Das wäre bestimmt auch schön. Aber das ist so knallrot. Findet ihr das nicht zu heftig? Ich lasse das jetzt mal weg. Ich glaube, ich klebe da jetzt auch gar nichts mehr hin. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das dahin kleben würdet. Ich bin mir total unsicher. Ich bin einfach in den letzten Wochen auch so derbst wenig zum Basteln gekommen, dass ich mich da jetzt echt erstmal wieder reinfinden muss. Okay, ich nehme mal eine andere Seite. Ich lasse es jetzt mal echt offen. Da habe ich ein Spruchtape drauf. Da brauche ich eigentlich keinen Sticker. Hier auch nicht, weil ich einfach nicht weiß, wohin sich diese Seiten entwickeln. Habe ich noch irgendwas, wo ich schon ziemlich weit bin? Oh. Ja, ich bin auch total, total traurig irgendwie, weil meine Punkte, Sticker von Sustrene Kräne, diese normalen Papiersticker, also ist jetzt eigentlich auch egal, wenn es zugeht, oder? Ich leg das mal drauf. Kennt ihr die hier noch? Davon hatte ich auch rosane. Ich weiß nicht mehr, wo ich die bekomme. Das tut so weh. Ja, und ich hatte ja auch erzählt, ich werde in Füssen, um Füssen und um Füssen herum sein. Und deswegen richte ich mir da einfach zwei Journals. Weil ich ja durch das Auto doch schon sehr mobil bin, aber das hier gefällt mir nicht mehr. Das muss ich irgendwie. Ich glaube, da mache ich jetzt einfach mal das drauf. Mal gucken, ob das passt. Das gefällt mir irgendwie nicht mehr. Das war vor 2 Jahren ungefähr, als ich dieses Journal gestaltet habe, war das für mich echt nice und es hat mir auch echt gefallen. Aber mittlerweile mag ich das überhaupt nicht mehr, wie das aussieht. Wobei ich glaube, dieses Gelb darunter geht gar nicht. Oh, hoffentlich kriege ich das jetzt nochmal ab. Na, so viel dazu, dass ich keine anderen Themen mehr habe. Also das war wirklich so eine lächerliche Beschuldigung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe noch nie so was Lächerliches gehört wie diese Aussage. Wenn ich daran denke, dass im letzten Jahr permanent ich diesen Menschen hinterhergerannt bin, permanent ich geschrieben habe. Ich hole mal schnell mein doppelseitiges Klebeband. Wirklich permanent ich mich bemüht habe und von dieser Person kam eigentlich so gut wie nichts. Und ja, unter Anbetracht dieser Tatsache fand ich das halt ja sehr, sehr unverschämt, mir so eine Vorwürfe zu machen. Das finde ich, geht gar nicht.
Also das sind wirklich Sachen, die gehen überhaupt nicht. Und als ich halt die Problematik angesprochen hatte, ich meine vielleicht jetzt auch nicht auf die beste Art und Weise, aber ich habe halt knallhart geschrieben, dass ich den Eindruck habe, dass diese Freundschaft nichts mehr bringt. Also ich war da knallhart wirklich ehrlich. Und dann ging es, ja, muss ich auch gestehen, war vielleicht ein bisschen arschig von mir, habe ich diese Person dann blockiert, weil ich mir echt gedacht habe, so, ich möchte jetzt einfach den klaren Cut haben. Es wird wahrscheinlich eh nichts Produktives kommen. Und was dann kam, war dann halt eine ziemlich hitzige Antwort auf Facebook. Also sowas von getretene Hunde bellen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also es war wirklich so kümmerlich und so erbärmlich, wo ich mir dann auch gedacht habe, war schon irgendwohin echt so ein kleiner Schlag ins Gesicht, wenn man sich denkt, ja, was ich im letzten Jahr alles für diesen Menschen getan habe. Aber ich sag mal, wenn ein Freund mit der Veränderung von jemandem nicht klarkommt, dann ist es kein echter Freund. Dann war es nie ein echter Freund und ist einfach auch keiner. Und ja, dementsprechend war es halt jetzt die letzten Wochen ein bisschen oberflächlich, weil mich das halt schon echt verletzt und getroffen hat, wie ich da behandelt worden bin. Aber ich bin jetzt wieder zurück auf dem Weg in die 100% Power und habe jetzt auch damit abgeschlossen. Ja, das war halt leider in den letzten Wochen sehr aktuell und auch Thema zwischen meinem Mann und mir, der eigentlich auch ausgewirkt hat oder bewirkt hat, dass ich da jetzt den wirklich ja, den endgültigen Cut mache, weil er halt gemerkt hat, wie sehr mich diese Situation verletzt und beschäftigt hat. Und ja, da bin ich echt froh, dass er dann gesagt hat, so, und du lässt dich jetzt nicht mehr länger so beschissen behandeln, sondern du knallst da jetzt echt mal die Fakten auf den Tisch. Das muss man manchmal muss das auch wirklich von außen kommen. Deswegen, ich gelobe Besserung. Die Kleine schläft immer um die Mittagszeit, so 2-3 Stunden. Da habe ich dann immer ein bisschen Luft und ein bisschen Zeit und werde auch immer ein bisschen was machen. Ja. Und werde ab sofort auch spürbar in den Videos wieder mehr gute Laune verbreiten. Aber ihr wisst selber, wie das ist, wenn es privat halt mal ein bisschen turbulent, also jetzt eigentlich nicht privat, also nicht familiär privat, sondern anders privat, aber ist ja egal, wenn es einfach mal ein bisschen turbulent ist, dann wisst ihr selber, kommen manche Dinge leider dann doch etwas oberflächlicher, als man möchte. So. Jetzt denke ich, bin ich recht zufrieden. Was ich jetzt leider nicht habe, ist, im Normalfall lege ich mir auch immer so kleine Heftchen an, wo ich mir dann aufschreibe, wo ich hin möchte. Dadurch, dass ich aber schon ein paar Mal in Füssen war, werde ich mir das voraussichtlich alles auf dem Handy abspeichern und ja, da dann sehr spontan gucken, da nehme ich euch auf jeden Fall dann auch wieder mit. Ich hatte ja gesagt, der Kanal ist ein bisschen im Wandel. Also ihr habt das ja auch schon gesehen an den Live-Halls. Das ist ja doch wirklich komplett entgegengesetzt dem, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Aber diese Live-Halls finde ich einfach auch toll. Oder auch diese Stadtrundgänge, die ich gemacht habe. Und ja, wie gesagt, durch das Auto wird es halt doch noch möglich sein. Wo ich jetzt noch so ein bisschen mit mir am Kämpfen und am Hadern bin, ist, ob es jetzt wirklich dann am Wochenende für mich nach Berlin geht, am kommenden, nee, an diesem, Gott, wir haben ja schon die neue Woche, das weiß ich noch nicht genau, das muss ich mir noch überlegen, da, also sollte ich fahren, werdet ihr da auch ein bisschen was mitbekommen, ich werde da jetzt kein Traveler-Journal im üblichen Sinn machen, weil ich einfach, weil das einfach eine Aktion vom Business her ist und ja, ich da einfach im üblichen Sinn kein Traveler Journal machen werde. Ich bin auch gerade wieder am Überlegen, ob ich wieder kreativen Kalender starte,
weil mir das ja in Richtung Bullet Journal oder auch ja Filofax fehlt mir schon irgendwo hin, dass ich das damit einbinde, aber ich bin halt so der Typ, der dann sagt, wozu sowas machen, wenn dann am Ende vom Jahr meistens die Kalender rausfliegen. Deswegen auch dieses, wo ich euch jede Woche letztes Jahr mitgenommen habe in die Wochenplanung. Im Endeffekt habe ich das komplett gefüllte, den komplett gefüllten Webster's Pages noch da, weil es mir einfach so derb wehtut, diese wunderschön gestalteten Blätter wegzuwerfen. Aber ich bin halt wirklich am Überlegen, ob für mich noch so Wochendekos was bringen oder auch wunderschön gestaltete Kalender, weil es einfach nur noch wehtut, oder ob ich dann wirklich sage, ich hole mir wirklich eine Vitrine und stelle meine ganzen Reisetagebücher da rein und kann die immer wieder durchblättern und durchgucken, was ich auch machen werde, bevor ich jetzt dann nächsten Monat nach Füssen fahre. Da werde ich definitiv noch alte Traveler Journals durchblättern. Aber ob ich wirklich wieder mal so in Richtung Filofax, Webster's Pages oder Bullet Journal gehe, weiß ich nicht, weil ja, nach einem Jahr braucht man die Sachen eh nicht mehr und meistens fliegen sie dann ja halt wirklich raus. Und das tut einfach nur verdammt weh, wenn man sich dann denkt, was man sich für eine Mühe mit dem gegeben hat. Also da bin ich jetzt wirklich mit mir extrem am Hadern, ob ich sage, naja, okay, ich habe ja noch so viele von diesen selbstgebundenen Inserts. Ich habe ja mal ganz, ganz viele gebunden. Ich habe auch noch einige im Shop drin. Also diese Standardgröße, diese hier. Ich glaube 20,5 mal 10,5 waren es. Die habe ich noch im Shop drin. Falls ihr was braucht, könnt ihr da gerne schmökern kommen. Aber ja, ich denke schon, ich werde vielleicht sowas mitnehmen, aber ich muss echt überlegen, ob ich das überhaupt, ja, ob ich überhaupt fahre. Also ich bin noch sehr, sehr unsicher. Ich werde mich da wahrscheinlich heute Abend nochmal mit meinem Mann intensiv unterhalten, ob ich das mache und wie ich das mache und keine Ahnung. Und ja, eigentlich verdient habe ich es mir, weil ich habe eine Bombenleistung in den letzten Monaten bei LR hingelegt. Und wenn man dann schon von LR so ein Event geschenkt bekommt, dann wäre es Irrsinn, ja, wenn man das nicht mitmacht, wenn man da nicht hinfährt. Aber Berlin ist halt, ja, schon echt eine Ecke von uns weg. Das ist ja 6 Stunden von uns weg und dementsprechend bin ich halt wirklich schon so ein bisschen am Rattern. Ich weiß es nicht. Und dann halt Freitag hin und Sonntag zurück, das scheint mir schon so ein bisschen hart. Also da würde ich, muss ich ehrlich gestehen, ich schon am liebsten am Donnerstag fahren. Ja, aber wie gesagt, ich fürchte, mein Mann kriegt das nicht organisiert, arbeitstechnisch, und ich will es ihm auch nicht aufbürden, weil ich im nächsten Monat ja auch schon weg bin und er ja so keinen Urlaub hat, ne? Und das ist dann halt schon ganz schön hart. Ja. Wie gesagt, da wird nochmal ein bisschen geschnackt. Bullet Journal Kalender Videos oder sowas werdet ihr auf dem Kanal wahrscheinlich nicht mehr sehen. Es wird in viele andere Richtungen gehen, aber halt nicht mehr dahin. Also, wie gesagt, an Ideen mangelt es mir nicht. Genauso mangelt es mir nicht daran, mal wieder meinen Bastelbereich auszusortieren. Das wird jetzt auch in den nächsten Wochen wieder anstehen. Da werde ich auch wirklich mal Blöcke wälzen, denn ich möchte einige Blöcke abgeben. Aber der Punkt ist halt, warum ich mich da davor gescheut habe in den letzten Wochen. Einfach deswegen, weil ich aus diesen Blöcken bestimmte Blätter raustrennen werde, die mir wirklich gefallen, und alle anderen halt einfach weggeben möchte. Und da war ich ein bisschen gescheut, wobei ich auch denke, wenn ich euch da jetzt ein 5,90 € Paket oder so ein 10 Kilo Paket, wie viel kostet? Nee, 6,99 € kostet das, glaube ich. Wenn ich euch dann 6,99 € Paket randvoll mit Papierblöcken packe, wo vielleicht in jedem Block 1 bis 2 oder 3 oder 4 Blätter nur fehlen, denke ich, für meinen
Teil persönlich ist das doch voll okay und da ist ja auch echt nichts Schlimmes dabei, weil ihr bekommt ja im Allgemeinen ein Mordspaket. Also ich werde mal gucken und schmökern gehen, auch heute noch, weil ja halt morgen der Papiermüll geleert wird, was ich da unten noch rausgraben werde. Und ich bin mir aber fast sicher, dass ich da locker wieder 4 Pakete rausbekomme. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch gerne melden. Jetzt komme ich erstmal zum Schluss. Ich vermute, die Kleine wird jetzt dann demnächst wieder wach werden. Und ja, ich denke, ich werde euch auch so ein bisschen beim Ausmisten, beim Aussortieren wieder mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine richtig schöne und angenehme Woche. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.